Morgen. Willkommen zurück. Wir sind mal wieder auf dem Weg nach Dortmund zu Björn. Und zwar werden wir jetzt mit der alten technischen Schiene weitermachen. Ich hoffe, die Videos von der Essen Motor Show haben euch gefallen. Eigentlich haben wir ja nur positives Feedback bekommen. War halt komplett was anderes. Wir haben bestmöglich versucht, weiterhin bei unserer Technikschiene zu bleiben. War natürlich auf der Essen Motor Show nicht immer so einfach, weil war laut, wir hatten nur Exponate zum Zeigen und, und. Aber jetzt werden wir definitiv da weitermachen, wo wir aufgehört haben. Sprich, euch erwarten jede Menge geile technische Videos wieder, weil wir haben etliche Motoren zu bauen, sei es Limo, Lambo, Polo, Golf und, und. Und somit könnt ihr euch in den nächsten Videos schon mal auf jede Menge Technik einstellen. Heute gibt es auch für mich persönlich komplettes Neuland. Wir fahren zu Björn und zwar fangen wir an, den Motor vorzubereiten und zu besprechen, der in das Viertelmeile-Projekt in den Polo kommt, den wir, ich glaube, vor 2-3 Wochen vorgestellt hatten. Und da kommt ein R32 Motor rein. Das heißt, eigentlich ist das ein VR6 Motor, also ein ich sag jetzt mal V6 Motor mit einem ganz engen Zylinderwinkel, dass das ein ganz kompakter Motor ist. Allerdings hat dieser R32 gegenüber dem VR6 ist es ein Vierventilkopf mit Schlepphebeln. Somit ist der deutlich drehzahlfester und eigentlich vom Grundmotor her nochmal deutlich besser ausgelegt als der typische alte Bauern VR6. Allerdings ist dieser Motor für mich komplettes Neuland. Björn hat schon ein paar R32 Motoren gemacht. Ich persönlich noch nie. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, dass wir jetzt zusammen gleich ein bisschen die R32 Welt erkunden und schauen mal, was noch so alles gemacht werden muss an dem Motor. Björn ist leider, werdet ihr vielleicht auch im Video merken, der ist nicht so der R32-Fan. Er ist 4 Motoren und 1.8T und 2.0 TFSI Motoren, ist ja genau sein Ding. R32 ist bei Björn immer ein bisschen schwierig, aber das werdet ihr gleich im Video sehen. So, wir sind bei Deutschlands verrücktesten Motorenbauer Björn wieder angekommen. Du hast 4 Wochen Ruhe von mir gehabt, weil ich auf der Messe war. Mm. Hast du die Zeit genossen? Ja. Die Zeit ist jetzt allerdings vorbei. Du hast mir doch trotzdem täglich geschrieben. Ja, ich habe ihn weiter genervt, damit er weiß, was jetzt wieder Pensum für die nächsten Wochen ist, weil wir müssen jetzt in den nächsten 4 Wochen richtig Gas geben, weil dann baut Björn so ein bisschen um. Da gehen wir später nochmal drauf ein. Und deswegen machen wir heute als erstes weiter mit einem Motor, wo Björn gar keinen Bock drauf hat, muss er aber machen. Und zwar ist das nämlich der R32 Motor für das Ex-Don Octan Polo Projekt quasi, was ich jetzt übernommen habe. Den Polo, den wir euch neulich vorgestellt haben, lief unter dem Namen Brutus. Und ja, wir fangen einfach mal an. Für die Nicht-VAGler unter uns, erklär doch einmal kurz, was ist ein R32 Motor? Ein R32 Motor? Okay, es ist eine Mischung aus einem V-Motor und einem Reihenmotor. So kam der Begriff VR6 zustande. Mhm. Beim R32 haben sie den Begriff nicht mal genommen, aber der Block ist ja grundsätzlich das gleiche. Mhm. Also, der Block ist eigentlich ein V, aber normalerweise haben V-Blöcke ja immer 2 Köpfe. In dem Fall haben sie einen Kopf genommen, weil sie haben den Zylinderwinkel relativ flach genommen, steil genommen, damit sie mit einem Kopf das abdecken können. Das ist eben ein Sonderfall. Es gibt, glaube ich, keinen anderen Motor, wo die Zylinder oben schräg rauskommen. Das heißt, es sieht jetzt hier ja so aus, als wenn die Zylinder parallel wären. Sind sie aber nicht. Nein. Natürlich logischerweise nicht. 3 sind vielleicht so. Und 3 sind leicht so. Wenn man jetzt aber die Dichtfläche sehen würde, würde man erstmal denken, da müssen irgendwie 2 Kurbeln unten drin sein, weil die Zylinder gerade aussehen. Kann man so sagen. Sind sie aber nicht. Das macht natürlich einen 3,2 Liter in so einer kompakten Bauform für einen quereingebauten Golf 4. Das ist einfach, glaube ich, gibt es keinen anderen, der so viel Hubraum in so einer kompakten Bauform hat. Okay, das heißt, wir haben einen 6-Zylinder-V-Motor mit einem ganz flachen oder spitzen Winkel, je nachdem, wie rum man sieht. Vorteile, dass der Motor kompakt ist, mit viel Hubraum. Ja. Ich glaube, ein weiterer Vorteil von diesem Motor ist auch definitiv der Zylinderkopf. Ja. Oder wie findest du den Zylinderkopf vom R32? Ist natürlich interessant, weil der hat 2 verschiedene Kanallängen. Ne? Man hat ja die Einlassseite, es ist ja von einer Seite und die andere von der anderen Seite. Mhm. Und es muss ja einmal kurze und einmal lange Kanäle sein. Deswegen auch nochmal ein besonderes Ding. Das ist aber wahrscheinlich eigentlich eher nicht von Vorteil.
Ich glaube, das macht nichts. Aber die, wie viele Ventile hat der R32? 4 Ventile pro Zylinder, heißt 24 Stück. Heißt wieder 16 vor. Ja. So ungefähr, ne? Ganz normal, 4 Ventile, 16 vor. Aber ich glaube, was bei dem Motor definitiv interessant ist, ist Thematik Ventilsteuerung, Nockenwellen und so weiter. Gegenüber, ich vergleiche das jetzt einfach mal immer mit meinem RS4-Motor, mit den Tassenstößeln. Haben wir ja bei dem Motor keine Tassenstößel? Ne, da sind doch Schwinghebel drin. Sind richtige Kipphebel quasi drin, ne? Ja, die stützen sich auf ein Hydroelement ab, haben einen Rollenabnehmer, wo die Nocke drauf drückt und dementsprechend sind die ja wohl relativ drehzahlfest, weil die fahren ja mit Hydros auch. Wie viel fahren die auf der Viertelmeile damit? Ich habe schon gesagt, ich habe keine Ahnung von R32, also ich werde heute nur Fragen stellen. Ja. Also die ein bisschen Basisahnung habe ich natürlich schon, aber jetzt nicht so viel wie RS4-mäßig. Ja. Das heißt, Thema Nockenwellen-Kipphebel könnt ihr euch eins der letzten Lambo-Videos angucken. Da sind wir nämlich auf das Thema Kipphebel schon mal eingegangen, weil das müsste dann relativ ähnlich sein wie bei dem Lambo-Motor. Ne? Genau. Okay. Hat zwei Nockenwellen, das ist immer ganz interessant bei dem Ding, hat zwei Nockenwellen, einen Einlass und einen Auslass. Die laufen dann so, aber es kann ja nicht sein, dass hier nur Einlassventile sind und hier nur Auslassventile sind. Dementsprechend sind die Ventilwinkel so und es gibt lange und kurze Ventile, damit die eine Einlassnockenwelle die kurzen Zylinder und die langen sozusagen. Das heißt, der R32-Motor hat nicht vier Nockenwellen, sondern nur zwei Nockenwellen. Genau. Okay, siehst du, da geht es nämlich schon los bei Sachen, die ich selber auch nicht wusste. Ja. Das gucken wir uns auf jeden Fall am Zylinderkopf noch an, weil das wird schon ein bisschen komplexer. Ist aber auf jeden Fall eine interessante Sache. Erstmal kurz zu dem Motor. Dieser Motor kommt, also falsch, in dem Auto von dem Ben war ein R32-Turbo-Motor schon drin. Deswegen haben wir uns auch überlegt, am ersten ein bisschen rumgesponnen, haben dann aber eingesehen, auch unter dem Zeitfaktor-Aspekt ist es am besten, dort wieder einen R32-Motor einzubauen. Nun ist es allerdings so, dass ein, ich sag mal, weiterer guter Kumpel und Kunde, der Raphael, der mit Björn auch schon diverse Motoren gebaut hat, dieses R32-Projekt hier noch für sein Seat Leon Cupra stehen hatte. Ja. Das heißt, an diesem Motor ist schon ein bisschen Entwicklungsarbeit gemacht und deswegen bietet sich natürlich jetzt dieser Motor für uns perfekt an, das jetzt quasi zu übernehmen, weil den Seat gibt es nicht mehr. Und das Ganze zusammen mit dem Raffi, der hilft uns später auf jeden Fall noch ein bisschen bei der Montage und so weiter, weil da hat Björn nämlich gar keine Lust drauf. Deswegen muss das in dem Fall der Raffi machen, in den Polo einzubauen. Ja. So, das heißt, wir fangen jetzt mal bei dem Block an, ja, weil er hier so schön steht. Sag mal was dazu, was wurde schon gemacht, was muss noch gemacht werden und so weiter. Ich werde zwischendrin immer mal die passenden Fragen stellen, dass die Zuschauer da mal ein bisschen Überblick bekommen. Das erste, es ist kein R32 mehr, sondern man nennt ihn jetzt sozusagen R30, weil es wurde die VR6-Kurbelwelle genommen. Die VR6-Kurbelwelle hat weniger Hub. Das war eben für die Drehzahlfestigkeit. Ich grätsch schon mal zwischen, R32 für 3,2 Liter Hubraum. Ja. Jetzt ist die Welle vom 2.8er VR drin. Genau, zusammen macht das ungefähr 3 Liter Hubraum mit R32 Kolben und die weniger Hub von der VR6 Kurbelwelle. Das heißt, wir kommen dann auf R30. Ja. Warum nimmt man die Kurbelwelle vom VR6? Können wir den einmal auf die Seite legen? Kann man das sehen? Nee, das ist zu schwer. Schaffen wir nicht? Finger weg. Ich liebe die Motorhand. So, siehst du, da sieht man doch gleich. Sieht man doch gleich schon mal viel, viel mehr. Okay. VR6 Kurbelwelle. Warum? Die hat weniger Hub. Dementsprechend ist es drehzahlfester. Dadurch haben wir längere Pleuelstangen. Und die Kolbengeschwindigkeit wird geringer, weil das Projekt war eigentlich für eine Viertelmeile für sehr viel Drehzahl. Ich glaube, um die 9000 war mal angepeilt von Raphael. Aber meinst du, mit der R32-Welle könnten wir nicht genauso 9000 drehen? Könnte sein, aber auf Erfahrungswerte von den Leuten, die ein bisschen R32 gemacht haben gesagt, das halten die Blöcke oft nicht aus. Mhm. Sie sprengen sie, sie werden auseinandergerückt, weil natürlich die Auslenkung der Pleuelstangen ist stärker mit mehr Hub und dementsprechend die Querbelastung dort höher ist. Deswegen haben die alle bei der Viertelmeile auf R30 umgebaut, weil sie dann das Problem nicht haben, dass der Block sich unten sprengt. Die VR6-Welle, ist das eine Schmiedewelle? Ja, auch eine Schmiedewelle.
R32 wäre auch eine Schmiedewelle? Nur Golf 4. Golf 5 war dann Gusswelle. Die hält gar nichts. Oder haben vielleicht einige die VR-Welle genommen, weil sie einfach viel zu einfacher zu bekommen ist? Weil ich könnte mir vorstellen, Golf 4 R32-Wellen wird es ja nicht wie Sand am Meer geben gegenüber den VR6-Wellen. Ja, kann sein. Aber ich glaube trotzdem, weil ich glaube, Brutus früher war aber auch ein R30. Relativ sicher, war ein R30. Das wird einfach so gemacht, weil es funktioniert. Okay. Und da... Ich habe eben mit dem nicht ganz so viel Erfahrung mit dem Motor und das haben wir übernommen. Und wenn alle R30 fahren, dann übernehmen wir das erstmal so. Okay. Ich sehe hier auf jeden Fall eine Versteifungsplatte. Ja. Und die sieht auch ziemlich aufwendig aus, weil die auf die Lagerböcke drückt. Genau. Ne? Also, die Welle haben wir gewuchtet, nitriert, poliert. Also das Standardprogramm, genau, auch optimiert hier, ne? Ja, und dann kam die Platte von Ben und das war so ein Mischmasch sozusagen, weil die Hauptlagerböcke sind noch die originalen, aber die Brücke, wie du schon gesagt hast, drückt ja auf die Böcke drauf. Mhm. Sieht man hier so seitlich, hier sieht man den Originalbock und hier die Platte, wie er drauf drückt. Das macht die Sache unten ein bisschen steifer und ja, die haben wir verbaut. Das weiß man ab, wie viel PS so eine Platte notwendig ist? Das kann ich dir wirklich nicht sagen. Wann ist der Block ohne Platte durchgebrochen? War wie viel Newtonmeter? Newtonmeter das war ein R32. Genau, auch noch, ja. Ne? Newtonmeter hat er viel gehabt, leistungsmäßig nicht ganz so viel, aber ich glaube, so 1000 Newtonmeter waren das schon. Also. Ja, okay, dann weiß man aber, ne? Dann war ja der Block hier, fing an zu reißen. Mhm. Okay, das heißt eigentlich kurbelwellentechnisch das Standardprogramm von dir. Ja. Polieren, nitrieren, optimieren, wuchten und so weiter. Dann wird wahrscheinlich auch genau wieder ein Fluid-Dumper drauf sein. Genau. Ist bei den Drehzahlen wahrscheinlich auch wichtig. Bei denen absolut notwendig, weil sonst lösen sich wohl alle Schrauben. Kann ich diese Platte, wenn der Motor kaputt geht, auf den nächsten Motor übernehmen oder brauchen wir dann eine neue Platte? Nein, die kann man übernehmen, weil das ist ein bisschen tricky, wie das gemacht wird. Die kann man übernehmen. Die kann man übernehmen, weil ich weiß nämlich, wenn wir jetzt welche hätten mit Böcken dran, die direkt, dann wäre Feierabend gewesen. Genau. Okay. Außer da muss ich erstmal eine neue Maschine abwarten, dass ich überhaupt so lange Hauptlagergassen bohren kann. Das ist jetzt aber soweit theoretisch alles fertig, kann entmontiert werden und so weiter. Vielleicht. Muss ich noch einmal selber überlegen. Ich muss so ein paar Protokolle durchgucken. Nochmal kurz zwischendrin, wie lange ist dieser Motor schon hier und zerlegt? Oh. nur so fast grob. So lange wie dein Lambo. Also 2 Jahre, 3 Jahre. Ja, genau. Okay. Ja, dann aber fertig, ne? Fertig. Dann sollten wir ihn vielleicht wirklich lieber nochmal zerlegen, vielleicht nochmal reingucken, auf den aktuellsten Stand bringen. Ne? Weil nämlich, wir haben ja noch ein paar Optimierungen gemacht. Und da muss man auch in Schutz nehmen, ich glaube von Raffi, die Karosse war auch lange noch nicht fertig. Ne? Der hat ja auch zeitgleich diese Seat Leon Cupra Allrad Breitbaukarosse gebaut, sage ich jetzt mal. Das war ja auch nicht sofort fertig. Ne? Ja. Ja, cool. Wie sieht das auf der anderen Seite aus mit der Bohrung? Komm, wir drehen mal um wieder. Boah, Tisch hier ist auch einfach, oder? Ja, okay. So, guck. Mit der Bohrung, wie meinst du das? Ist das Serienbohrung oder? 84 Standardbohrung, wir haben auf 84,5 gebohrt. Ah, so groß ist der sogar gebohrt. Okay. Ja, aber, ja. Mhm. 84,5, das geht. Wir haben die Kopfstehbolzen von M10 auf M11 aufgebohrt. Okay, also Block gebohrt. Ja. Weil war nötig oder weil es gab die Kolben so quasi? Oh, da, nötig ist immer relativ, aber wenn ich sowas anfange, möchte ich natürlich gerne vernünftige Zylinder haben. Und nicht gucken, oh, der hat so ein bisschen Verschleiß, das ist noch in Ordnung ungefähr. Das mag ich nicht. Wenn dann einmal, weil die Kolben kosten das gleiche im 84er, 84,5, dann kann man sie auch einmal bohren. Ja. Okay, Kolbenpleuel gucken wir uns gleich an. Du warst gerade schon beim Thema Stehbolzen. Ja. Serie M10. Ja. Vergrößert auf M11. Genau. Okay. Die werden wir natürlich jetzt noch passend anfertigen. Da kommen natürlich Pro-Series-Bolzen rein. Und die sind noch nicht fertig. Das muss noch gemacht werden. Das heißt, der Kopf ist schon vorbereitet für die 11er? Ja. Das ist schon alles ready, nur noch einschrauben. Das war schon mal zusammen. Komme ich gleich dazu. Okay, dann schieben wir das Ganze mal rüber. Dann sind wir mit Block soweit durch. Dann können wir uns nämlich mal Kolbenpleuel angucken. Man muss dazu sagen, wie das zustande kam, dass der Motor jetzt hier wieder zerlegt liegt, weil er war ja zusammen. Also er war schon komplett ready. Und dann fingen wir an und dann haben wir überlegt, oh, Schneidringe. Wir brauchen unbedingt Schneidringe, weil die von der Kopfdichtung her brennen viel zu schnell durch. Da helfen auch keine M11er Bolzen. Also haben wir den Kopf nochmal runtergenommen und Raphael hat hier, das habe ich noch nicht gemacht,
die Nuten einfräsen lassen und die Drahtringe einsetzen lassen. Ich mache es natürlich am Block, weil ich diese Möglichkeit nicht habe, aber jetzt haben wir den so übernommen und jetzt nehmen wir die auch. Wir kennen ja dieses Prinzip auch schon vom Limo-Motor. Ja. Erklär nochmal kurz, wofür ist dieser Ring? Der erhöht den Anpressdruck der Dichtung genau am Brennraum herum, dass die hohen Verbrennungsdrücke, die ja deutlich höher sind als im Originalzustand, die Dichtung dort, wenn sie ein bisschen der Kopf abgehoben wird, aber immer noch genug Druck drauf ist. Okay, also es spannt einfach die Dichtung noch weiter vor. Genau, und zwar genau an der wichtigen Stelle. Es sieht allerdings hier so aus, als wenn das ein durchgehender Ring ist. Ja, ist aber genauso. Nein, das ist in dem Fall ist es ein Stahldraht verkupfert. Ah, doch, hier sieht man, hier ist er doch ein bisschen offen. Weil im Aluminium, das ist weich, da braucht man was Hartes. Bei deinem Block haben wir den Gussblock, da brauchen wir was Weiches. Man braucht immer die Partner, einer muss sich anpassen. Okay, das heißt, wenn wir die Ringe im Block machen, dann einen weichen Kupferdraht. Genau. Wenn wir es im Alu oben machen, dann einen harten Stahldraht. Genau. Ja, dann war der weg. Aber dann gibt es da Erfahrungswerte zu, wenn ich das wieder zerlege, kann ich dann einfach einen neuen Ring reinmachen und weiter geht's? Beziehungsweise eigentlich könnte ich sogar den alten Ring dann drin lassen. Weil der Stahlring wird sich ja nicht irgendwie drücken oder ähnliches. Ja, nehme ich mal an. Okay. Ja, Kopf gehen wir gleich nochmal drauf ein. Wir bleiben erstmal hier unten bei Kolbenpleu. Also, der Kopf war weg und in dem Moment fing es an, dass ich den R30-Motor nicht mehr mochte, weil ich auf einmal Probleme hatte mit Male Motorsportkolben R32. Okay, wir fangen mal ganz unten an. Also, das sind Pleu von dem Ben, wie du schon sagtest. Die sind, ist ein ganz normales Haarschaftpleu. Haben wir schon etliche Male drüber gesprochen. Dazu quasi, was für ein Kolben? R32 Male Motorsportkolben. Aber für einen Turbomotor gedacht? Für einen Turbomotor gedacht. Ich glaube 8,5 Originalverdichtung so. Aber wir haben ja eine Welle mit weniger Hub. Dementsprechend müssten wir, um das auszugleichen, weil der Kolben fährt ja nicht mehr so weit hoch, haben wir Pleustangen fertigen lassen, Ben hat sie gefertigt, die länger sind, die das ausgleichen. Das heißt, serienmäßig sind wir ja schon bei 164 mm Pleulänge. Ja. Das heißt, wenn wir da jetzt noch länger werden, dann ist das ja schon, glaube ich, bald Maximum, was es in so Motoren an langen Pleuel gibt, oder? Ja, oder das stimmt. Viel so länger lange, geht nicht mehr. So lange Pleuel mit 164 Was wahrscheinlich halt auch für den Motor wieder später irgendwann spricht. Irgendwann fängt es an, zu lange Pleuelstangen werden dann irgendwann unstabil. Mhm. Aber das ist in dem Fall noch nicht so. Also schon mal gute Voraussetzung für viel Leistung. Und viel Drehzahl. Weil der Kolben hat so gut wie die Pleuelauslenkung, wenn unten der Hub ist. Wir gehen noch mal kurz darauf ein, warum ist überhaupt ein langes Pleuel gut für so einen Motor? Das ist ja zum Beispiel der Hub. Ja? Dann ist ja hier ein gewisser Winkel entsteht dabei. Wenn die Pleuelstange kürzer wäre, ich simuliere das mal mit, wenn hier die Pleuelbuchse wäre, beim gleichen Hub würde die Pleuelstange ja viel mehr Winkel machen. Ja. Das heißt, dieses Abknickmoment ist einfach größer. Ja, und dadurch resultiert dann die Anpressdruck des Kolben an der Zylinderwand. Weil wenn die Pleuelstange so steht, der Kolben wird gedrückt, dann ist das durch das Kräftedreieck. Einmal geht es in die Pleuelstange und einmal geht es an die Zylinderwand. Okay, also merken, langes Pleuel immer gut. Ja. Male Motorsport R32 Kolben. Genau. Wie ging es mit denen weiter? Die haben wir dann rausgenommen, weil wir Probleme hatten bei einem anderen Kunden, dass die ja ganz viel Ölverbrauch hatte. Dann habe ich mir die Kolbenringe dort nochmal angeguckt und habe gesehen, dass diese amerikanischen Kolbenringe einfach schlecht sind. Einfach nur schlecht. Das heißt, Mahle Motorsport liefert die Kolben mit einem amerikanischen Kolbenring quasi. Genau, da ist auch Zollmaß, steht drauf. Aber auch von der Konstruktion, der zweite Ring war gar kein Nasenminutenring, das war ein Rechteckring. Für die Profis wissen, was gemeint ist. Der war auch im Zylinder und wenn er gelaufen war, war der noch niemals im Ganzen blank, sondern immer nur an manchen Stellen, weil er auch gar nicht richtig rund war, weil der oval gefertigt war, was auch immer. Das war einfach nur Katastrophe mit dem. Und so habe ich dann mal bei deinem Bekannten angefangen, habe die Kolben weggeschickt. Habe dann Kolbenringe genommen vom RS6 V8 Motor, weil das passte ungefähr. Stimmt, der hat auch so eine große Bohrung. Ja, ja 84,5, ne, ist als Standardbohrung. Wir haben es als Übermaßbohrung, konnte ich so nehmen. Habe vernünftige deutsche Kolbenringe gehabt und habe die weggeschickt zur Wahl Spezialkolben, weil das kann ich nicht, die Nuten vergrößern, weil die Kolbenringe waren ja ein bisschen größer von der Höhe. Und dann funktionierte das. Und dann haben wir das sofort hier gemacht. Im gleichen Moment stand ich davor und so, ach,
20er Kolbenbolzen. Ach Mann, ey, das war doch bei dir schon, wenn bei der Limo mit 21er, dass der Verschleiß so hoch war. Ich kam da nicht drüber weg, so ein dünn Bolzen, das ist für mich nichts. Und dann habe ich gesagt, komm, wenn wir sie einmal wegschicken, dann lassen wir doch sofort die Kolbenbolzenbohrung von 20 auf 22 vergrößern und andere Kolbenbolzen fertigen in 22 und auch ein bisschen stabiler, so dass wir sagen können, das ist stabil genug. Da habe ich keine Kopfschmerzen mit dem. Und das haben wir gemacht. Ja, und seitdem ist das ungefähr so. Das heißt, hier müssen jetzt noch die neuen Buchsen rein für den 22er Bolzen. Genau. Und dann kann es auch bald schon losgehen. Die kann ich nicht aufbauen, weil sie dann zu dünnwandig werden. Das ist, deswegen muss ich erst das Stahl noch einen Millimeter größer bohren, eine Büchse drehen aus Messing, einpressen und fein bohren. Und dann kommt die Sache, was ich eben sagte, das muss ich noch einmal durchgucken, die Protokolle, inwieweit sich die Gewichte vom Kolben verändert haben. Weil ich wuchte ja die Welle immer passend zu Pleuelkolbengewichte. Ne? Wenn das jetzt aber hier auf einmal durch den dickeren Bolzen und so weiter auf einmal 20 Gramm schwerer ist, dann müsste die Welle nochmal wuchten. Sonst haben wir da wieder eine Unwucht drin. Also eine, die nicht für mich nicht richtig ist vom Verhältnis. Okay. Das muss ich mir aber nochmal entscheiden. Das hast du nichts mit zu tun. Wobei, da können wir gerne Videos von machen dann wieder. Aber, ja. Was man hier an dem Kolben jetzt nochmal sehr schön sieht, ist halt, dass der Kolben halt schräg in den Block läuft, aber die Fläche, die Planfläche oben gerade ist. Und deswegen ist dieser ganze Kolben quasi schräg, um dann halt wieder so einen geraden Brennraum zu simulieren. Ne? Genau. So, weil jeder wird sich fragen, warum ist der Kolben schräg? Das ist einfach nur, wie ich gerade schon sagte, weil die Planfläche im Block ist ja quasi gerade, also die Kopfdichtung, aber die Kolben laufen schräg und deswegen hat er oben diese schräge Stellung. Und drei Kolben sitzen so und drei Kolben sitzen so. Also genau so versetzt. Weil immer einmal hat man die Taschen für die Auslassventile, einmal hat man die Taschen für die Einlassventile, auch ein Sonderfall. So, jetzt gehen wir nochmal kurz einmal auf den Zylinderkopf ein und dann haben wir soweit eigentlich schon alles wieder an dem Motor erstmal erklärt. So, der Zylinderkopf sieht auf jeden Fall immer groß und massiv aus, weil es halt einfach 6 Zylinder in einem sind. Wir haben den 4-Ventilkopf, wie gerade schon besprochen, die Ringe. Hier sieht man jetzt schön, das hier ist ja die Einlassseite. Die größeren Ventile sind immer die Einlassventile. Das quasi dadurch, dass hier eine Ansaugbrücke angeschraubt ist, haben wir quasi einen kurzen, einen langen Kanal. Jetzt muss man sich überlegen, der Einlasskanal geht hier so durch. Und genauso ist es gegenüber auf der Auslassseite. Man hat einen langen Zylinder, einen kurzen Zylinder. Das ist halt diese Besonderheit, die Björn vorhin ansprach. Ja, muss man mal gucken, wie sich das verhält. Ich sehe hier jetzt auf den ersten Blick auch gleich, das ist das, was du vorhin meintest mit den schrägen Ventilen. Wenn man sich diese Auslassventile anguckt, wie die vom Winkel her stehen, die sind relativ schräg und sich dann die hinteren anguckt, die sind wiederum fast flach in dem Brennraum drin. Ja. Genauso ist es beim Einlassventilen auch. Das hängt wiederum mit den Nockenwellen zusammen. Also mit dem Aufbau. Genau, weil die auf die gleiche Position zulaufen. Wenn ich das mal so drehe, dann kann ich das zum Beispiel an den Einlassventilen zeigen. Ich habe es extra mal geholt. Wir haben ein langes Ventil und ein kurzes Ventil. Das ist diese Eigenschaft dabei, also diese Eigenart. Also man hat aber schon eine Einlass-, eine Auslasswelle. Genau. Ist nicht so, dass sie gemischt sind quasi, sondern schon wirklich krass. Ja, okay. Genau. Und deswegen sind die verschiedenen Winkel und die verschiedenen Längen, weil man muss ja von da rüberkommen. Das ist schon das Gleiche natürlich auch, die ich auch nicht wusste. Das Gleiche natürlich auch für die Auslassseite. Ich versuche das ungefähr so zu halten. Und dann wird das da mit dem Schwinghebel übernommen. Ja, man müsste hier unten das jetzt sehen, dass sie ungefähr dann am ähnlichen Punkt rauskommen. Sieht man's? So, wenn man jetzt überlegen würde, hier sitzt die Auslasswelle. Ungefähr, ne? Das ist jetzt ungefähr halten. Ja, so ist das. Okay. Erstmal von der Basis her ist das natürlich wieder ein Kopf, den NG einmal komplett gefräst hat. Ja. Heißt Einlass, Auslass, Brennraum. Genau. Das heißt, eigentlich sind wir da schon wieder maximummäßig angekommen. Wir blenden gleich auf jeden Fall nochmal ein paar Videos bzw. Sequenzen von den Kanälen ein. Das kriegen wir so jetzt eh nicht vernünftig gezeigt, deswegen machen wir das immer lieber extra. Kanalbearbeitung, Einlass, Auslass, Brennraum. Wie geht es weiter punkto Ventile, Federn etc.? Dort
die Ventile sind die Originalventile. Originalventile, okay. Originalventile, die zwar im Zubehör von der Firma THW gekauft worden sind, weil es ist zwar kein Inconel-Auslassventil, aber es ist einer von der Legierung her eins der besten Stahlsorten, die es gibt. Deswegen, Erfahrungswerte, erstmal sind die sehr schön geformt, diese Ventile, von der Kontur. Und Erfahrungswerte bei den Ventilen sind, funktionieren. Deswegen nehmen wir in dem Fall mal keine Supertech-Ventile. Seriendurchmesser? Ja. Das heißt auch Seriensitzringe und so weiter? Ja. Alles kann so bleiben. Ist ja viel, groß, guck das mal an. Genau, viel Platz ist hier zwischen auch nicht mehr, um das zu vergrößern. Ne? So, wie sieht es dann mit Federn und Tellern aus? Federn und Tellern sind einfach Supertech-Ventilfederkit für den R32. Ist eine Doppelfeder mit einem Titanteller. Und im Endeffekt haben wir nur die Ventilfederkraft eingemessen und passend unterlegt. Dass sie alle gleich sind. Genau, und dann war es schon fertig. Lassen wir hier die Hydroelemente drin oder wird das auch mechanisch? Also wenn du das, nein, also wenn du Raffas System übernehmen möchtest, dann waren es Hydrowellen, weil die haben sich bis relativ hoher Drehzahl bewährt, weil eben das Hydroelement ist starr im Kopf drin. Dann ist der Schwinghebel, was dann wieder, wie beim Lambo, so bedient wird, betätigt wird. Und beim Lambo lassen wir es ja auch drin. Und deswegen würde ich in dem Fall das auch so lassen, weil, ja, lass uns erst wieder Erfahrung sammeln, wie es damit funktioniert. Und erst, wenn wir Probleme entdecken, dann können wir umbauen. Hier sieht man jetzt auch witzigerweise, ganz gut, wenn ich das richtig sehe, wenn wir jetzt von diesem Brennraum ausgehen, sind das die beiden Ventile und das die beiden Ventile, ne? Genau. Okay, da sieht man halt diesen starken Winkel zwischen den Ventilen, um halt auf der einen Seite auf die Einlassseite und auf der anderen Seite auf die Auslassseite zu kommen, wenn das jetzt gerade richtig war. Ja. Ja. Hier ist Einlass mit den Ventilen und das ist das lange Ventil, was komplett einmal durch bis unten in den Brennraum geht und hier die Auslassseite. Ja, cool. Ich bin auf jeden Fall jede Menge R32-Technik jetzt weiter. Jetzt bekomme ich doch auch ein bisschen Lust auf den Motor. Ich werde Björn auch noch so erziehen, dass er da auch noch Lust drauf bekommt. Ich bearbeite die gerne. Also Planbohren, hohen Kurbelwuchten, könnt ihr mich sehr gerne eben anschreiben. Das heißt, eigentlich ist es ja gar nicht mehr so viel zu machen an dem Ding. Ja. Wir gucken mal, wie wir das Anfang nächstes Jahr umgesetzt kriegen. Als nächstes geht es bei diesem Projekt jetzt erstmal mit der Karosse weiter. Das heißt, wir bauen uns ein Gestell, dass wir die Karosse drehen können, machen den Unterboden schön, dann geht das Ding zum Lacker und dann geht es auch schon weiter mit der Technik. Wenn ihr irgendwelche Fragen, Anregungen, Verbesserungen habt, immer in die Kommentare reinballern. Wir gehen auf jeden Fall drauf ein. Ich kann euch schon mal so viel verraten. Viele Fragen immer wieder nach dem Livestream bei Björn. Wird es in den nächsten 2 Wochen geben. Und zwar werden wir meinen Limo-Motor zerlegen von der letzten Saison. Und das machen wir natürlich wie gehabt live, dass die Leute live alle ihre Fragen stellen können. Das wird auf jeden Fall wieder eine 2-, 3-, 4-Stunden-Sache, wie es früher auch immer war. Und da freue ich mich ehrlich gesagt am meisten drauf, dass wir wieder so wie in alten Zeiten einfach ein bisschen live quatschen können. Genau. Bis zum nächsten Mal. Tschö. Ciao.